So, Havidere, nächstes Video, nächstes Trainingsvideo. Heute eine sehr, sehr bekannte Übung oder herkömmliche Übung, nämlich Latzug. Ja. Jeder sollte die Übung eigentlich beherrschen, ja. Aber es gibt doch ein paar Feinheiten, ja, ein paar Details, die man beachten sollte, damit man die Übung wirklich auch richtig ausführt und auch den maximalen Effekt von der Übung hat. Ja. Und als allererstes ist ganz, ganz wichtig, der Latzug ist eine vertikale Zugübung. Ja. Also macht es aus einer vertikalen Übung, ja. Macht hier keine Ruderbewegung draus. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig. Was meine ich damit? Viele machen es einfach so, dass sie sich zu stark nach hinten lehnen. Ja. Ihr müsst euch gedanklich immer Parallelen zum Klimmzug ziehen. Ja. Und das Ganze, letztendlich ist der Latzug eine optionale Übung, Alternativübung für den Klimmzug. Ja. Das heißt, ich schaue immer, dass ich wirklich mit dem Oberkörper relativ aufrecht bleibe, ja, und mich nicht zu stark nach hinten lehne. Also das ist schon mal das Allerwichtigste. Ja. Und dann noch eine Empfehlung meinerseits in diesem Zuge. An der Stelle beste Grüße an Dr. Rütsch und Dr. Olesch. Das haben wir die vor 5 Jahren auf einem Seminar gelernt. Ich empfehle, nicht in den Nacken zu ziehen. Ja. Letztendlich ist es wenn ich in den Nacken ziehe, ja, bringe ich sozusagen meine Arme in einer Position, die sehr ungünstig ist für die Rotatorenmanschette. Es ist eine recht unnatürliche Bewegung. Ja. Ich vergleiche das immer so, wenn ich einen Schrank zur Seite schieben will, dann schiebe ich die aus dieser Position. Ja. Und ich fange nicht die Ausgangsposition von da hinten an. Ja. Das ist einfach eine ungünstige Bewegung, schlecht für die Rotatorenmanschette. Genau. Okay, dann gehen wir zum nächsten Punkt. Man muss schauen, dass man die Arme bei der Zugbewegung nach unten, die Ellenbogen leicht eindreht. Ja. Also ihr werdet sehen, dann spürt ihr den Latt auch viel besser. Ja. Ich mache das Ganze jetzt vor. Also jetzt hier runter. Strecken. Und jetzt beim Runtergehen die Arme leicht eindrehen. Hier auch, dass ich die Bewegung sieht folgendermaßen aus. Ja. Ich beginne, ich strecke die Arme ganz aus. Ja. Das ist auch ganz wichtig, also dass ich in dieser Übung auch die Dehnung entsprechend integriere. Ja. Also dass ich wirklich in der Ausgangsposition bin ich maximal gestreckt. Das heißt, Oberkörper aufrichten, ja, Arme ausstrecken, Schulterblätter lösen, dann Oberkörper ganz leicht nach hinten bewegen, aber relativ aufrecht bleiben, nicht zu schräg, keine Ruderübung draus machen aus einer vertikalen Zugbewegung. Und dann Ellenbogen eindrehen und ungefähr bis Kinnhöhe ziehen. Ja. Man sieht das sehr oft, dass die Leute die Stange letztendlich bis hier runterziehen. Sieht wieder gedanklich einen Vergleich zu den Klimmzügen. Ja. Die Klimmzugstange bewege ich auch ungefähr leicht unterhalb der Kinnhöhe. Ja. Und genauso mache ich es auch beim Latzug. Also, einfach runterziehen, ungefähr auf Kinnhöhe und dann wieder in die Ausgangsposition einnehmen. Immer den vollen Bewegungsradius nutzen. Wenn man das Ganze so macht, dann ist letztendlich auch jede Wiederholung des Latzugs ja, wie eine Dehnübung sozusagen. Ja. So, jetzt mache ich das noch einmal vor. Ausgangsposition einnehmen, strecken. Jetzt so, also das war's zum Latzug, die wichtigsten Punkte. Wie gesagt, achtet drauf, ihr werdet den Unterschied spüren. Und wie gesagt, das mit dem in den Nacken ziehen ist von mir eine Empfehlung. Ja. Jeder muss das für sich selbst herausfinden. Ich finde, der Effekt ist geringer und man muss sich auch Gedanken machen über das Nutzen-Kosten-Verhältnis. Ja. Weil dieses Verletzungsrisiko in dieser unnatürlichen Position, in dieser ungünstigen Position für die Rotatorenmanschette, ist meiner Meinung nach zu groß. Ja. Deshalb zieht die Stange vorne rein
statt hinten rein, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Ja, ich hoffe, es hat euch getaugt, ich hoffe, es hat euch gefallen, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Lasst mir ein Feedback da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habe die Ehre.